Schönen guten Abend. Wir haben Systeme mit so Netzwerktools auf der Befehlszeile gearbeitet und heute wollen wir da, bevor wir weitermachen, etwas mit der Virtualmaschine da spielen, und zwar mit VirtualBox. Ich habe hier jetzt zwei Maschinen eingerichtet, habe dieses Ubuntu 20.04 installiert, dieses jüngere, Kal, und habe jetzt Folgendes gemacht. Wir schauen jetzt eine andere virtuelle Maschine an, gell? Oder na, hineinschauen können wir hier auch, gell? Wir können halt im laufenden Betrieb keine Änderungen machen. Und zwar haben unsere Maschinen nach der Installation hier standardmäßig eine Netzwerkkarte aktiviert, Adapter 1, gell? Und ja, wie sind sie da angeschlossen? Als NAT, gell? Network Address Translation. Das heißt also, meine Hostmaschine, also mein Rechner, bietet der virtuellen Maschine einen, ja, einen Netzwerkzugang ins Internet an, und ja, virtuell macht er NAT, also wie ein Router zu Hause ins Internet hinaus. Gell? Und ja, das war's schon. Wir haben jetzt Folgendes gemacht. Wir haben zwei Maschinen und haben dafür auf beiden eine weitere Netzwerkkarte aktiviert. Und haben das nicht als NAT aktiviert, weil wir sind ja schon in der großen, weiten Welt raus, sondern als internes Netzwerk. Internes Netzwerk bedeutet bei VirtualBox, dass die Rechner auf VirtualBox ein Netzwerk unter sich haben. Gell? Also nicht mit der Welt draußen, sondern unter sich. Sie können also quasseln. Gell? Und ja, was ist denn dabei wichtig? Dass der Name dieses Netzes für alle Rechner dann gleich ist. Gell? Hier kann man auch verschiedene Netze dann definieren. Gell? Aber wenn sie kommunizieren sollten, dann macht man hier eben gleiche Namen. Und zwar standardmäßig hat er Internet da vorgeschlagen. Ich habe das nicht verändert und das habe ich jetzt bei beiden gemacht. Also bei beiden habe ich eine zweite Netzwerkkarte konfiguriert, internes Netzwerk, und der Name des Netzwerkes muss gleich sein. Ja, das passt so. Dann habe ich die Maschinen gestartet, gell? Und hier sind sie, gell? Und wir sehen, da ist auch eine kleine Fehlermeldung gleich, gell? Warum? Weil dieses Netzwerk nicht konfiguriert worden ist, gell? Also ich habe das nachträglich gemacht und das, ja, das ist auch gut so jetzt, gell? Weil wir werden das jetzt manuell machen. Was müssen wir da zuerst machen? Da müssen wir zuerst mal ja, root werden, gell? Weil root darf das, gell? Okay, ja, bla bla bla, hier bin ich root, gell? Und hier machen wir das gleiche, sudo su minus bla bla bla. So, jetzt sind wir root. Jetzt mache ich da mal IP-Adder show, und was sagt er mir? Er sagt mir, dass es eine Ethernet-Schnittstelle da gibt, gell? Und zwar ist das die Karte, die eben dann Richtung Host geht, wo NAT gemacht wird, gell? Also das da ist die, die ich standardmäßig bei der Installation dann erstellt habe. So, und hier ist dann die Schnittstelle, die ich gerade eben erzeugt habe. Und diese Schnittstelle, die ist nicht konfiguriert. Ich habe zwar eine MAC-Adresse, gell? Ich habe hier eine IPv6-Adresse, gell? Aber ich habe keine IPv4-Adresse. Und das wollen wir jetzt mal nachholen. Und zwar wollen wir hier meine Adresse festlegen, gell? Und ah ja, dann noch etwas, schauen wir mal da. Root, gell? Root ist so, wie wir das letztes Mal gesehen haben, gell? Und jetzt gehen wir da mal vor. Also da, das da machen wir, das soll jetzt da ja, IP-Adder. Und jetzt müssen wir eine Adresse vergeben. Vergebe ich eine B-Klasse 172.16.0.1, gell, slash 16. Mhm. Und jetzt muss ich noch was angeben, das Gerät, gell, und das Gerät ist das hier, gell, also das ist ENB0S8, das so, dort soll es dann dranhängen, gell. Jetzt schauen wir mal da, IP-Adder Show, gell? Und ich habe hier diese Adresse, gell? Also die Adresse habe ich root, so, aber
wunderbar. Er hat mir sogar die Route gesetzt, gell? Also er hat gesagt, ja, dieses Netzwerk findest du an diesem Adapter. Gell? Also das ist der erste Adapter, der drinnen war, und das ist dann der zweite. Und dieses IP-Adder hat zugleich die Route auch gesetzt. So, das haben wir jetzt bei diesem gemacht. Jetzt müssen wir zum anderen gehen. Gell? So, was müssen wir machen? IP-Adder ich muss jetzt eine Adresse im gleichen Netz wählen, also 172.16. Und jetzt wäre ich frei, gell? Also ich nehme die 02, gell? Ich muss die gleiche Maske wählen, sonst funktioniert es nicht. Dev. Und was muss ich angeben? ENP 0S8 war es, gell? Okay. Und ja, das war's jetzt da. Root, gell? Auch hier ist die Root gesetzt, gell? Und jetzt wollen wir mal schauen, wir wollen einen Versuch machen. Machen wir einen Ping auf 172.16. 0.1 ist der andere, gell? Und aha, ich bekomme eine Antwort. Das ist schon mal super, gell? Und jetzt wollen wir da mal was machen. Und zwar, immer mal schauen, da Nmap, Localhost, was läuft denn hier so alles, gell? Und wir sehen, aha, ich habe den SSH-Daemon installiert, gell? Und ja, schauen wir mal beim anderen. Ist hier ein Nmap Localhost, gell? Aha, ich habe nicht mal Nmap installiert. Ist egal. Auf jeden Fall, wir wollten jetzt etwas versuchen. Und zwar machen wir mal ja, Cut, umleiten nach bla. Und was schreiben wir hinein? Bla bla bla. Ctrl D. Und wenn wir jetzt machen Cut bla, gell, wir haben ja Cut gemacht und in bla umgeleitet, gibt es die Datei bla und da steht bla 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 drinnen. Und diese Datei wollen wir jetzt übertragen. Gell? Und zwar die Datei heißt bla und die übertragen wir auf User at 172.16.0. Und der andere Rechner war, das ist der 1er, also der andere ist der 2er. Und ich muss einen Doppelpunkt angeben. Gell? Er fragt mich, ob ich hier ja, diesen Schlüssel annehmen will. Ich sage yes. Gell? Und dann muss ich das Passwort eingeben, bla bla bla. Okay. Und er sagt, es wurde übertragen. Wohin denn? Zum User, gell? Auf dem anderen Rechner und Doppelpunkt, kein Pfad dahinter, also ist im Home-Verzeichnis vom User. Gell? Und jetzt gehen wir da mal schauen. LS, Home, User, bla, gell? Hier gibt es die Datei, was steht denn drin? Hier steht drinnen, Home, User, bla, bla 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 steht drinnen. Gell? Und so habe ich also zwischen diesen beiden Rechnern auf zwei virtuellen Maschinen ein Netzwerk hergestellt. Gell? Mit IP, doch, at habe ich eine Adresse vergeben. Gell? Die Route hat das System selber gesetzt. Das habe ich also nicht manuell machen müssen. Und ja, wie lange gilt dieses Netzwerk, bis ich wieder herunterfahre? Gell? Weil ich diese Konfiguration nicht gesetzt habe, gell? Hätte ich da bei den Einstellungen drinnen Hand angelegt, gell? Und dann hätte ich da etwas machen können, gell? Also da sagt er mir jetzt etwas, gell? Und jo. Okay, so. Aha, er sagt DHCP, gell? DHCP bekommt er da nicht. Ich könnte da manuell und dann könnte ich es hier hineinschreiben, speichern, gell? Und das wäre es dann gewesen, gell? Ja, bitte selber ausprobieren.